Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute begrüßen zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Heute möchte ich die Kategorie Mähdrescher euch den Samya 191 euch heute vorstellen. Ist auch mit Simple AIZ nutzbar. Da können wir hier nur diese Tür von innen oder von außen aufmachen. Ja, das gute Stück kostet hier 32.000 Euro, so wie er dasteht. Und Miete hier schauen wir auch gleich nach 1.632. Ja, wir haben hier 239 PS an Leistung, entsprechend hier 176 kW manuelle Schaltung mit Lastschaftstufen, 500 Liter Kraftstofftank und 26 km/h auf der Straße, 7000 Liter ist hier unser Grundspeicher groß, 7,6 Tonnen Eigengewicht und den Reifen von Dreller drauf, Borg haben wir drauf, den TH400 und den TM2000. Ja, da können wir hier die Reifen hier auch ändern, also auf Standard. Hier hinten, da ändert sich dann das auf eine Art Rillenprofil. Wie wir hier sehen, dann hier bei Fredestein ist es genau gleich. Dann PKD ist genau dasselbe und sind wir schon durch. Ja, wir können jetzt hier hinten uns eine Warntafel hinzufügen. Dann hier vorne unterliegt Keile. Dann einen Feuerlöscher, den haben wir hier drin auch, wenn wir nochmal hierher gehen. Dann geht er weg und wir haben hier hinten irgendwo auch nochmal einen, den da hier. So, jetzt sehen wir hier, der verschwindet. Dann haben wir hier eine Werkzeugkiste, das sehen wir jetzt hier. Und wir können uns Kennzeichen, wenn wir wollen, uns auch hinzufügen. Das war's, was der Drescher hier hat an also funktionellen Sachen. Dann haben wir hier uns ein Schneidwerk, den also 5,20 Meter mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen, 11 km/h Maximalgeschwindigkeit und kostet 11.000 Euro. Wir haben hier Miete 561. Wir können hier dieses Blech hier entfernen oder hinzu. Dann sehen wir, wenn man es weg ist, hier natürlich die Animation der Kette. Dann als nächstes haben wir hier eine Kategorie hier Maisgebisse. Hier, das ist ganz cool natürlich. Ja, da haben wir hier für Körnermais zum Dreschen mal wenigstens was für ältere Fahrzeuge. 8.000 Euro kostet das Ganze. Miete hier sind wir bei 408, 25 Euro Unterhalt am Tag. 2,5 Tonnen Eigengewicht. Ja, und wir haben eine Arbeitsbreite von 4,60 Meter. Eine Arbeitsgeschwindigkeit maximal Speed hier bis zu 10 km/h. Das war's. Ist schon mal so. Ich habe den schon mal hier so hergestellt. Einmal hier so. Ist er mal schon so schmutzig geworden, weil ich hier schon was gedroschen habe. Dann, ja, habe ich hier hinten, falls er noch fährt, ja, er fährt noch. Oder nein, er fährt nicht mehr. Ja, das sieht man hier, wie schmutzig er wird. Lackverschleiß sah da auch, aber das sieht extrem aus. Ja, wir können es uns auch jetzt gleich schon mal hier gleich anschauen. Machen wir gleich. So, jetzt habe ich mal hier mit Zwangsentladen hier das Ganze mal gemacht, dass wir mal hier natürlich hier nochmal ein bisschen was dreschen können. So sieht das aus, wenn der den maximalen Verschleiß hat. Cool finde ich das Ganze natürlich hier, also wenn man hier sieht, hier die Animation der Pedalen und der Hebel. Wenn ich das Schneidwerk hier, also bei denen ist es jetzt komischerweise nicht, aber jetzt, wenn ich hier einschalte, dann sehen wir hier, ist der Hebel hier mit Animation. Innen drin ist alles hier mit animiert. Rundumleuchte wird hier dargestellt. Blinker, das wird hier auch. Das normale Licht wird hier auch hier dargestellt. Außer natürlich die Arbeitsleuchten. Spiegellein an der Wand, wie wir hier sehen, funktionieren. Jetzt, wenn ich den Helfer mal einschalte, dann sehen wir auch gleich natürlich der Helfer hier. Der dreht auch gleich hier entsprechend ab und zu mal, lässt er mal was stehen. Ja. Ist ja auch nur ein Angestellter. Sehen wir hier natürlich überall die Animationen. Das gefällt mir ganz gut. Natürlich, also der maximale Lackverschleiß sieht schon mal wild aus. So, jetzt lassen wir den mal hier arbeiten. Hier schauen wir gleich mal her. Das ist jetzt hier natürlich das gute Stück. Sehen wir hier natürlich, starten wir mal. So, setzen wir mal zurück. Den Gang mal einlegen. Jetzt senken hier natürlich mal das Einschalten. Da
sehen wir jetzt hier an der Seite natürlich von der Kette her, wie das hier alles animiert ist mit dem Schneidwerk. Hier Lüfter und so weiter. Zeigen wir unser Gerät wieder. So. So, ziehen wir mal vor. Maximalgeschwindigkeit 11 km/h. Wir können mal hier die Ablage hinten mal ausschalten, auf Wechsler machen. Schauen wir mal so her. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Nein. Nicht wirklich. So. Jetzt haben wir hier wieder auf Ablage eingeschalten, aber trotzdem macht er wie ein Häcksler. Jetzt gehen wir, denke ich mal, hier mal kurz in die Nachtschicht rein, schauen uns das Ganze mal im Dunkeln an. So. So, was sehen wir jetzt hier? So. Einmal F geschalten. Zweimal. Dreimal. Und jetzt hier seitlich natürlich fürs Abladerohr. Dann hier mit Numbit 6, Numbit 5. Dann einmal F geschalten. 2, 3, 4. Natürlich. Hier unsere Fernlichttaste. So, würde ich mal sagen, wir gehen wieder in unsere Tagesschicht wieder über. Schauen uns gleich mal an, wie der Ganze hier mal uploadet. Natürlich uns das an. Kurz ein bisschen vorspulen noch. Besseres Licht natürlich mal haben. So. Ja, für der Jahreszeit wird es nicht viel besser. Aber ich finde es ganz, eigentlich relativ ganz gut gemacht hier, der Drescher. Und dann kommen wir natürlich auch gleich dann hier zu unserer Simple IC-Sache, dass ich euch das zeige, was der Mod natürlich hier hat. So, jetzt tun wir erstmal mal, das ist halt die Versicherung, würde ich mal sagen. So. Sehen wir hier, so wie er uploadet. Hier innen drin sehen wir hier die Füllplane. Von der rechten Seite, da spuckt das dann hier rein. So. Simple IC hat er einmal hier den Button. Haben wir auch so eine Animation. Von hier unten geht es nicht. Du musst da ein bisschen so herhüpfen, dass du irgendwie dann das hier machen kannst. Muss man schauen, wo ich den besten Punkt natürlich finde. Da kann ich jetzt hier die Türe auf und zu machen. Mehr ist jetzt hier also mit Simple IC bei dem Mod hier nicht machbar. Aber ich finde ihn nicht schlimm. Ich finde, der Drescher ist eine gute Alternative hier für andere Mods natürlich. Hier für Leute, was hier mit ein bisschen älteren Maschinen hier natürlich zocken wollen. Also ist das hier was Passendes. Und ja, er ist hier auch noch, wie wir hier sehen, lockfehlerfrei. Also das ist schon mal hier was wert. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.